Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator hier auf der wunderschönen Neu-Mini-Brunn in unserem Alpenprojekt und zwar zur Folge 100. 100 Folgen haben wir jetzt tatsächlich auf dieser Map abgearbeitet und wir stehen nicht umsonst hier vor unserem Landmaschinenhandel der Kraft Landmaschinen AG, denn ich habe natürlich wieder ein bisschen was vorbereitet, denn ich habe es ja bereits angekündigt, wir wollen ja heute was Besonderes in dieser Folge machen und dazu schauen wir gleich auf die Karte, aber zuvor will ich mal in die Statistik schauen, denn da seht ihr, wir haben jetzt fast 174 Stunden hier auf dieser Map verbracht und 5 Jahre sind mittlerweile vergangen. Da sieht man doch mal, wie schön es auf dieser Map ist und wir haben hier noch einiges vor. Ein bisschen werden wir hier auf jeden Fall noch tun und zwar auf jeden Fall heute auch eine weitere Produktion kaufen, denn, und ich war eigentlich schon drin, wir schauen mal ganz kurz auf die Map, denn was haben wir heute vor? Ja, das Zuckerrohr ist erntereif. Feld Nummer 25 hatte ich ja angekündigt. So ein bisschen mal als Gag machen wir Zuckerrohr. Aber diesen Zuckerrohr können wir verarbeiten und werden das hier mit dieser Zuckerfabrik machen, die wir jetzt nicht nur besuchen, sondern die wir jetzt natürlich dann auch kaufen werden. Denn die brauchen wir, ist ganz, ganz wichtig. So, wir schauen noch mal in die Map, denn Feld Nummer 8 mit dem Mais ist auch bereit zum Häckseln. Das werden wir heute tun und aller guten Dinge sind 3. Hier steht bereits die Geräte, die Maschinen, der Drescher und ein Abfahrer für Feld Nummer 12. Ebenfalls Mais, das wird unser Futtermais für unsere Schweinchen und da wollen wir heute auch zuschlagen. Also ihr seht, heute wird in dieser Folge jede Menge gearbeitet, deswegen kann es auch gut sein, dass die heute ein kleines bisschen länger wird. Ja, also die Aufgabenstellung ist klar. Wir haben zum einen Zuckerrüben, wir haben zum anderen, ich laufe mal nochmal wieder rüber zum Händler. Wir haben zum einen Zuckerrüben, die wir ernten wollen. Nicht Zuckerrüben, Zuckerrohr, das wir ernten wollen. Und das werden wir natürlich hier in die Zuckerfabrik bringen. Denn wenn der Zucker verarbeitet ist, geht der rüber in die Milch, in die Molkerei. Und dann werden wir nämlich mit dem Zucker Schokoladendrink, ich glaube Schokoladendrinks herstellen. Und das heißt also, in unserer Produktionskette geht es weiter. Oh ja, auch die Sonnenblumen sind bald soweit. Und dann werden wir natürlich Mais häckseln und wir werden, wie gesagt, parallel auch noch Mais ernten mit unserem New Holland auf dem Maisfeld. Und jetzt ist klar, die Herausforderung ist klar, für Zuckerrohr und für das Häckseln brauchen wir einen Abfahrer. Und jetzt wird es interessant, denn ich möchte mit euch heute den Landwirtschaftssimulator Dreisatz anwenden. Dreisatz? Naja, ich gebe zu, ich habe mir das jetzt so ein bisschen hier aus den Fingern gesaugt. Aber ihr werdet gleich verstehen, warum. Denn hier stehen unsere Maschinchen. Denn wir haben hier einmal natürlich unseren Häcksler von Klaas. Dann habe ich hier uns natürlich gemietet, die einzigen Vollernter für das Zuckerrohr. Und wir haben hier unseren Abfahrer. Einen Abfahrer. Genau richtig, weil jetzt kommt es nämlich. Wir werden Folgendes machen. Denn wir haben hier hinten 3 Drehschemel-Anhänger. Den grünen hier, den habe ich übrigens gekauft. Der soll so ein bisschen hier zu unserem Fendt passen. Die anderen 2 sind gemietet, genauso wie natürlich hier der Vollernter für das Zuckerrohr. Und das Besondere an diesen Anhängern ist, das seht ihr hier, dass die natürlich ein unheimliches Fassungsvermögen haben von 250 Kubik. Ich glaube, das ist ein Mod von der Oma Tanner. Und die werden wir jetzt einsetzen und die Idee ist eigentlich folgende, dass natürlich hier die Vollernter mit den Helfern unterwegs sind auf dem Feld, machen soweit hier den Anhänger voll und da wir genügend Volumen haben, können die also auch durchfahren und mit dem Abfahrer werden wir dann immer von Feld zu Feld fahren und von Produktion zu Produktion bzw. zu Silo, um dann praktisch jedes Mal immer den Anhänger auszuwechseln und so machen wir ein fleißiges oder ein fröhliches Hütchenspiel im Prinzip. Und wir dürfen gespannt sein, wo am Schluss, wenn wir mit beiden Feldern fertig sind, dann der grüne Anhänger tatsächlich dann dran ist. Also das ist die Idee. So will ich es dann mal versuchen. Und somit haben wir zwar hier Maschinen, die mit Helfern arbeiten, aber wir werden trotzdem manuell hier abfahren. Und zwar einmal zur Zuckerfabrik und einmal eben an den Hof, wo unser Fermentersilo steht. Und somit können wir mit den Drehschemeln auch arbeiten.
Ihr wisst ja, mit einem Keilsilo wäre das alles jetzt deutlich aufwendiger. Wir werden dann mit eben dem Fermentersilo dann arbeiten und das entsprechend abarbeiten. So, also Freunde, es geht los. Wir wollen in die Ernte starten. Dann bringen wir mal die Maschinen an den Start. Und wie gesagt, mit Drehschemel funktioniert das natürlich sehr gut. Und somit können wir hier auf der Konsole auf jeden Fall hier mit den Helfern arbeiten. Und wieder einmal müssen wir natürlich ein kleines bisschen improvisieren. Vielleicht auch, würde der eine oder andere sagen, ein bisschen cheaten. Weil wir natürlich, das Ganze funktioniert natürlich nur deswegen so gut. Nicht, weil ich die WLAN-Verbindung jetzt verloren habe. Was eigentlich nicht sein kann, weil ich mit Kabel angeschlossen bin. Oder beziehungsweise es funktioniert nicht deswegen so gut, weil halt eben dieser Anhänger dieses große die Füllmenge hat. Mit einem normalen Anhänger wäre natürlich hier der Helfer ständig in Anführungszeichen voll. Und wir fahren jetzt auf die andere Seite des Feldes, weil ich will da vorne erstmal 2, 3, 4 Vorgewände fahren, um dann eben hier entsprechend Platz zu haben. Ich gebe zu, das Ganze habe ich schon mal heimlich angetestet. Damit ich nämlich auch weiß, ob das wirklich alles so funktioniert, wenn ich euch das zeige. So, Dele. Dann bringen wir den Kollegen hier mal hierher. Weil hier werden wir da gleich Vorgewände fahren, wo schon wieder die Bunnies unterwegs sind. Die Bunnies. So, die Bambis natürlich. Wir müssen... Wo ist er? Wo ist er? Ja, wir könnten eigentlich schon mal mit ihm hier loslegen, ne? Ja, lass mich mal kurz überlegen. Denn wo brauchen wir am längsten? Das wird natürlich dann sein. Ja, wir fangen an. Also, einmal ausklappen. So. Dann gehen wir hier jetzt schon mal in die Ernte. Sehr schön. Denn auch das ist ja jetzt kein kleines Feld. Ja. Und hier werden wir uns jetzt den Spaß oder den Luxus erlauben, dass wir im Prinzip hier mittendrin anfangen. Weil da kann er auf jeden Fall mal loslegen und es ist gerade egal, in welche Richtung er dann arbeitet. So, wo ist da? Ist der Abfahrer? Hier steht jetzt unser Case. Und mit dem tigern wir jetzt mal hoch zu unserem Zuckerrohrfeld. Vorhin habe ich tatsächlich vergessen, die Rundum-Kennleuchte anzumachen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt hier durchkomme. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ganz so klug war, aber er hat ja einen Raupenantrieb. Das heißt, der müsste hier eigentlich rumkommen. Mit dem Anhänger hoffe ich doch. Jo, okay, wunderbar. Schnell ist er nicht. Aber das muss er auch nicht sein, wenn er erstmal auf dem Feld ist. Und ich bin schon mal gespannt. Also ein bisschen, wie gesagt, ich habe mal ein bisschen vorher gearbeitet, aber ich bin wirklich mal gespannt, wie lange wir dann in der Summe brauchen, um eben hier mit dem Case zu arbeiten. So, ansonsten, kleine Vorankündigung in eigener Sache. Wenn ihr das Video seht, beziehungsweise es wird veröffentlicht, ich meine, wann ihr es seht, kann ich ja nicht wissen, aber ich werde es veröffentlichen am Dienstag um, ja, gegen die Mittagszeit. Und das heißt, Dienstagabend ist mal wieder Streamingzeit auf der Galgenberg. Würde mich also freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid, wenn wir auf der Galgenberg wieder im Livestream unterwegs sind. Die wunderschöne Map vom Yogi. Und da gibt es dann auch eine Ankündigung. Ab 20.30 Uhr sind wir dann wieder für 2 Stunden auf der Map und dort werden wir nämlich auch noch ein bisschen häckseln. Da haben wir in der letzten Folge ja auch angefangen mit einem anderen Zusatzgerät. Da haben wir es ein kleines bisschen anders probiert mit einem Überladewagen. Und da bin ich jetzt auch fast durch, aber ich habe noch ein bisschen stehen lassen. Unsere beiden
Bunker. Unsere beiden Keilbunker sind fast voll mit über, ja, ich glaube fast 500.000 Litern. Also da hat sich einiges ergeben und da werden wir natürlich dann weitermachen. Und dann habe ich da auch ein bisschen wieder was gekauft, ein Feld. Und da wird es natürlich auch weitergehen in den Folgen. Aber ansonsten gibt es morgen Abend dann eine kleine Ankündigung, denn wir werden die Streaming-Projekte ein kleines bisschen umstellen. Ihr dürft also gespannt sein. So, wir sind angekommen. Jetzt heißt es, das Gerät ausklappen. Wie gesagt, ich glaube, man sieht es nicht mehr allzu häufig. So, hinten müssen wir aufmachen, genau. Und auch hier lassen wir den Kollegen einfach mal arbeiten. So, jetzt muss ich aber erstmal schauen, weil... Ja, genau, da muss nämlich jetzt erstmal runter und dann müsste es losgehen, oder? Nee, es geht noch nicht los. Irgendwas habe ich vergessen. Ja, ich muss nochmal in die Hilfe schauen. Irgendwas habe ich wieder vergessen. Drescher senken. Der Klassiker, jetzt geht's los. Aber wir lassen sowieso den Helfer laufen. Und ihr seht, soweit funktioniert es. Jo, hinten fällt also jetzt das Zuckerrohr rein. Und der Helfer kann jetzt ein bisschen abarbeiten, aber er wird vorne auch einiges stehen lassen. Aber das, da drücken wir jetzt erstmal hier auf diesem Feld die Augen zu. Denn wir haben ja unseren... Oh, wie weit ist er? Ah ja, macht noch zwei Bahnen. So, da haben wir nämlich unseren Glas. Den will ich nämlich auch erstmal in den Start bringen. Aber jetzt bringen wir den hier erstmal hoch. Zu den Zuckerrüben, weil da will ich nämlich als allererstes... Ich sag immer Zuckerrüben, ist klar, weil man es so gewohnt ist. Wir reden natürlich vom Zuckerrohr. Zuckerrohr. Und das will ich nämlich dann als erstes abtanken, damit wir sofort unsere neue Produktion, die neue Fabrik, unsere Zuckerfabrik zum Laufen bringen. So, also die Reihenfolge wird jetzt richtig spannend und stressig. Mit zwei Abfahrern, drei Ernten. Ja, okay. Helfer A ist fast voll. Das ist unser New Holland. Und er hier hat die meisten PS. Na, es ist gar nicht mal wahr, oder? Ich weiß es gar nicht. Nein, natürlich, der Class Xerion hat im Moment hier auf der Map die meisten PS. Aber er ist am flottesten mit 67 km/h. Und deswegen habe ich auch hier den Fendt genommen. Damit wir hier zügig zwischen den Feldern und zwischen den Arbeiten hin und her fahren können. So, ich bin jetzt mal gespannt. Ich denke, ich stehe fast zu nah, oder? Jetzt müssen wir mal schauen, wo er wendet. Er wendet außen, das ist okay. Wir sehen, wie er wendet. So, warte. Hier müsste er jetzt kommen. Und wie gesagt, er lässt immer hier ein bisschen was stehen. Das lassen wir jetzt erstmal so. Sehr schön, sehr schön. Und da sind schon mal 20.000 fast drin. Also da wird auch einiges an Material zusammenkommen. Jetzt schauen wir mal, wie weit denn unser Drescher ist. 97, okay. Dann werden wir hier mal aufmachen. Und mit dem 720er Vario. Aber wir werden unseren Drescher erstmal wenden müssen, weil wir stehen auf der falschen Seite. So, jetzt müssen wir erst nochmal schauen. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Am geschicktesten eigentlich so rausfahren. Ja, wir haben einen Anhänger, ne? So, die Rehe sind auch wieder unterwegs, die mal irgendwie immer ständig am Spawnen sind. Aber ich glaube, das ist auch so eine Endlosgeschichte. Okay, einmal abtanken. Dann schauen wir mal in der Zwischenzeit, was unser Ernter macht, weil eventuell würde ich den dann umsetzen. Ja, aber da haben wir jede Menge Luft. Ihr seht, es 13%, da passt jede Menge rein. Sehr schön. So, wie weit ist er?
Und ready to go. Dann bringen wir ihn wieder in die Spur. Sehr schön. Und dann jetzt ab zum Klaas. Hier steht er. Motor an. Vorne ausklappen. Hier müssen wir noch ausklappen. Hier müssen wir das Verdeck aufmachen. Und dann geht's los, weil hier brauchen wir auf jeden Fall zwei bis drei Vorgewände. Und die fahren wir auf jeden Fall manuell ab. So, da oben rechts sehen wir unseren New Holland, der gerade am Wenden ist. Und jetzt haben wir richtig, richtig Action hier wieder mal auf der Map. So gefällt mir das. So. Und dann einmal wenden und dann geht's wieder rein ins Feld. Der Leermitteltank ist voll. Alles gut vorbereitet, die Maschinen sind gewartet, die Maschinen sind fast voll getankt. Dann kann es doch in die Ernte gehen. So, und ich glaube, wir brauchen noch ein Vorgewende, weil er natürlich mit dem Anhänger hier auf jeden Fall ein bisschen großzügiger um die Kurven fährt. Ja, und diese engen Kurven können wir natürlich nur mit dem Drehschemel fahren. So, dann fahren wir hier nochmal rein. Jo, Tempomat rein und dann lassen wir mal laufen. So, wie viel haben wir hier? 10% haben wir jetzt erreicht. Kommen wir hier um den Mast rum? Na, da kommen wir nicht ganz rum, ne? Jetzt aber. Denn wir werden den jetzt auch in der Mitte losschicken, weil dann ist es nämlich gerade egal, ob er links oder rechts fährt. So, da ist er. Da fahren wir rein und ab die Post. Und wir gehen jetzt mal rüber und schauen mal, wo jetzt unser Zuckerrohrmaschine steht. So, hier. 66.000 und ist kurz vorm Wenden. Das passt, das ist sehr gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ihn können wir mal ausschalten. So, wo steht er denn? Er steht hier. Dann schalten wir den mal ein, hängen ihn ab. Sehr gut, dann passt es nämlich. So, und stopp. Okay, dann werden wir jetzt hier den Anhänger abhängen. Schnappen uns den anderen Anhänger. Und dann fahren wir wieder ins Feld. Ne? Ups. So, aufmachen. Ja, da ist es ein bisschen eng, muss man sagen, ganz klar. Mit dem Rohr. So, jetzt wieder hier rein. Sehr schön. Wir springen mal kurz durchs Zuckerrohr. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, gell?
Yippie! Yipp! So, Dille. Dann schnappen wir uns jetzt den Anhänger, fahren zur Zuckerfabrik und dann kriegt die Material und kann endlich arbeiten. Und wir freuen uns dann auf jeden Fall auf Zucker. So, ach, der New Holland ist auch schon wieder voll. Ja, dann müssen wir mal schauen kurz. Oh ja, ganz wichtig. Dann können wir den nämlich hoffentlich da vorne noch kriegen zum Abladen, zum Abtanken. Ja, müssen wir anhalten. So, müssen wir doch wirklich eingreifen. Hilft nichts. So, wo ist der Abfahrer hier? Ich dachte eigentlich, ich hätte es Ruhe ausgefahren. So, okay. Sehr schön. Dann könnten wir eigentlich in der Zwischenzeit weiterfahren. Und erstmal zur Fabrik. Und wenn der dort ablädt, dann schicken wir einfach den New Holland wieder auf die Reise. Ja, so liebe ich das. Bisschen hier Stressfaktor aufbauen. Aber so kommen wir wenigstens vorwärts und sind auf drei Feldern richtig stark unterwegs. Und dann geht hier wieder was. Jede Menge Material fürs Silo, jede Menge Material für die Fabrik, jede Menge Material für unsere Schweinchen zum Aufpäppeln. Ich habe es übrigens hier auch versucht, weil das wäre natürlich auch eine Option gewesen, mit den Helfern hier abzuladen. Das heißt dann praktisch das Zuckerrohr alleine abarbeiten und dann mit zwei Helfern im Wechsel hier zu arbeiten. Aber da hatte ich dann immer so ein bisschen das Problem, dass er ab und zu, weil der fährt dann links herum und dann bleibt er hier als... Hier dotzt er dann als gegen das Auto. Also wenn das Auto hier nicht stehen würde, dann fährt er nämlich hier rein, macht hier eine Kurve und versucht dann hier so anzufahren, um dann abzuladen. Aber jedes zweite Mal dotzen die hier dran und das hat natürlich nicht ganz so gut funktioniert. So, wir werden links abkippen. Sehr schön und los geht's. Und dann gehen wir mal rüber und werden die Produktion hier mal einstellen. So, weil das heißt nämlich Zuckerrüben, Zuckerrübenschnitzel, Zuckerrohr und wir werden das Ganze natürlich verteilen. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, wofür brauchen wir jetzt nochmal den Zucker? Wofür brauchen wir nochmal den Zucker in der Molkerei? Ja, das war doch Schokolade. Milch und Zucker ergibt Schokolade. Und somit haben wir wieder ein weiteres Produkt. Und das haben wir bereits eingestellt, aber Zucker ist noch nicht da. Logischerweise, das dauert noch ein kleines bisschen. So, und jetzt fahren wir mit dem Kollegen im Prinzip zu unserem Häcksler und tauschen dann da wieder das Fahrzeug aus, den Anhänger aus, fahren dann zum Silo und dann fahren wir wieder rüber zum Zuckerrohr. Und ich wollte eigentlich in der Zwischenzeit den New Holland wieder losschicken, aber kein Problem. Und das Schöne ist ja, dass im Prinzip hier genau die Zuckerfabrik genau zwischendrin liegt. Und so können wir wirklich schön im Kreis fahren. So, Augenblick mal. Wir werden jetzt mal den Häcksler anhalten. Okay. So, wo ist er? Ja, genau. Er ist leer. Sehr schön. Ab die Post. Den Abfahrer erstmal zur Seite, weil wir brauchen jetzt hinten offen. Und vorne machen wir wieder zu. Ja, das schafft er gerade so, ne? Mit seinen etwas mehr als 200 PS. Wunderbärchenklärchen. Sehr schön. So, jetzt geht's los. Hier müssen wir erstmal rausfahren. Oder zumindest ein bisschen zurück. Das reicht eigentlich, wenn man klar ist, ein kleines bisschen zurücksetzen. Ach, nicht vorne, hinten natürlich.
So. Wir springen in den Fendt. Einmal bitte abhängen. Ja, er schnappt sich jetzt den neuen Anhänger. Siliermittel 93, okay. Und ab die Post. Und wie gesagt, zwei haben wir von diesen Anhängern haben wir gemietet für die Ernte. Einen habe ich einfach schon mal gekauft, weil prinzipiell ist natürlich für das Thema Häckseln natürlich hervorragend geeignet, dieser Anhänger. Weil dann kann man den wirklich schön laufen lassen mit dem Helfer und kann sich dann eben um andere Dinge kümmern. Denn ansonsten könnte man natürlich auch mit dem Abfahrer nebendran fahren. Ich denke, dann wird das Rohr automatisch rüber wechseln. Und wenn man dann voll ist, kann man den trotzdem weiterlaufen lassen, den Häcksler. Und erst dann, wenn der Anhänger wirklich voll ist, dann auch entsprechend auswechseln. So, wir fahren hier rein auf den Hof. Und bringen das alles zum Fermentersilo. Und auch hier, wie vorhin schon erwähnt, das Ganze funktioniert am besten eben mit so einem Silo, weil wir dann nicht das lange rummachen müssen. Natürlich würde die Option auch mit dem Durchfahrsilo gehen, aber haben wir natürlich deutlich mehr Arbeit. So, nach links und einmal bitte abladen. 94.000, okay. Dann schauen wir doch mal gleich, wo haben wir das Silo? Hier haben wir doch das Silo. Dann können wir nämlich sofort anfangen, das Häckselgut zu verarbeiten, zu Silage, damit wir auf jeden Fall... Oh, wir haben noch jede Menge Gras auch, sehe ich gerade. Oje, oje, da werden wir ja jede Menge Geld im Winter machen. Darf ich gar nicht dran denken, dass wir dann schon wieder vermutlich Millionär werden. Ne, wir haben ja noch 350.000, über 350.000 auf dem Konto. Und die Produktion laufen, Feld gekauft und das werden wir ja dann auch noch bestellen. Jei, da werden wir richtig Kohle machen dann über den Winter, wenn man dann auch alles, was in unserem neuen Warenlager sich da ansammelt, wenn wir das Material natürlich dann auch alles verkaufen. Und wir werden ja auch in Kürze dann, wenn wir die Sonnenblumen hier ernten, werden wir auch die Ölmühle kaufen. Und dann werden wir natürlich auch Sonnenblumenöl herstellen und Rapsöl. Und dann können wir in der Molkerei nämlich schon wieder das nächste Produkt herstellen. Ich muss zwar jetzt ehrlich passen, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Was war denn das mit dem Öl? Augenblick. Eieiei, Milch und Öl, was ist denn das geworden? Schauen wir gleich nach. Weil das sind ja so ein paar Sonderproduktionen hier auf dieser Map. Sojamilch auf jeden Fall, wenn ich richtig weiß, oder? So, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Warte, warte, warte. Den stellen wir mal hierher. Wir schauen nochmal in die Produktion. Sojadrink und Haferdrink, das war's, klar. Dafür brauchen wir die Sojabohnen und den Hafer. Aber wofür brauchen wir jetzt nochmal... das Öl? Oder verwechsle ich das jetzt wieder mit einer anderen Map? Ich weiß es nicht. Kann das sein, dass das dann irgendwo auf der Neumini-Brunnen, nein, auf der Galgenberg war? Ich bin jetzt gerade, hier haben wir Gewächszentrallager, die Öle. Irgendwo für irgendwas brauchen wir die Öle. War das hier? Haben wir hier irgendwo die Öle produziert? Hier brauchen wir Öl, um Diesel zum Beispiel herzustellen. Da war doch noch irgendwas, wo wir Öl brauchen. Ja, wir werden es sehen, wir werden es herausfinden. Irgendwas war jedenfalls mit den Ölen. Wir werden auf jeden Fall Öl herstellen, denn unabhängig mal davon, ob wir das irgendwo für eine Produktion brauchen, werden wir auf jeden Fall damit gut Geld machen können. So, das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder hier den Anhänger hier herstellen. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Oh, was hat er? Ah ja, okay. Er lässt irgendwo was stehen. Okay. Kein Thema.
Was macht er? Oh ja, er hat auch Probleme. Soweit passt es, aber ich kann es natürlich nachvollziehen. Ja, das ist immer genau die Sache, wenn er dann irgendwo am Rand unterwegs ist. So, dann machen wir das schnell von Hand. Und er ist bei 38, okay. Ja, und die gute Neumini-Brunnen wird uns noch eine lange, lange, lange Zeit, denke ich, begleiten, weil hier sind wir richtig gut unterwegs, haben auch schon einen ordentlichen Fortschritt. Wie gesagt, jetzt hier mit fast 175 Stunden und mit unseren Produktionen, die wir jetzt nach und nach kaufen. Wie gesagt, die Ölproduktion, die Ölmühle, dann die Spinnerei steht mit Sicherheit als nächstes mit an, weil wir ja Wolle produzieren. Und dann haben wir natürlich noch die berühmte Müsli-Fabrik, wo wir ja so einiges an Zutaten dafür benötigen. So. So, Dele. Dann einmal umsetzen. Und nicht ins Ackergras fahren, bitte. Dann lassen wir ihn jetzt erstmal nochmal rennen. Schauen mal, wie weit jetzt er hieß. Er ist genau hier am Ende. Das passt doch wieder wie Faust auf Auge. Sehr schön. Ja, den setzen wir lieber ein bisschen raus. So. Ja, wir können wenigstens hier schön auf der Hochachse wenden mit dem Gerät. Das ist nicht verkehrt. Er sucht sich auch schon wieder die nächste Abladeposition. Da ist unser... Sehr schön. Unser Zugmaul. Wir könnten eigentlich theoretisch versuchen, ob der von unten fährt. Er müsste eigentlich, weil keine Bäume da stehen. Ihr wisst ja immer, das mit den Bäumen am Feldrand ist immer so eine heikle, heikle, heikle Geschichte. So. Und... Ja, so passt das, oder? Sehr schön. Motor an. Rohr ausfahren. Ja, hier hinten haben wir natürlich jede Menge Platz zum Wenden, kein Problem durch die Straße. So, und ran ans Feld und ab die Post. Dann schnappen wir uns den Fendt. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, das sieht gut da hinten aus. Also er scheint das Feld entlang zu fahren. Das passt soweit. Und wir bringen die nächste Fuhre, den Anhänger, jetzt zur Zuckerrübenfabrik. Beziehungsweise zur Zuckerfabrik. Also ich glaube, ich kriege das nicht mehr richtig. Aber wir waren, das sollte ja eine einmalige Geschichte sein hier mit dem Zuckerrohr. Wobei ich ja ehrlich sage, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Und was ich jetzt nochmal nachschauen müsste, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ist es nicht so, dass Zuckerrohr nachwächst? Ich glaube, 2 oder 3 Ernten kann man doch machen und es wächst nach. Das ist doch, glaube ich, die kleine Besonderheit mit dem Zuckerrohr, wenn ich richtig weiß. Ich muss es nochmal nachlesen. Und dann muss man, glaube ich, das Feld pflügen und neu ansehen. Und eventuell gönnen wir uns den Spaß, denn ob wir jetzt Zuckerrohr ernten oder eben Zuckerrüben, ist, glaube ich, dann auch egal. Auf jeden Fall kriegen wir jede Menge Zucker. Weil in dem Anhänger haben wir jetzt wie viel? 114.000. So, wir müssen wieder umschalten nach Abladerichtung nach links. Wunderbar, wunderbar.
So, Freunde, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach noch ein bisschen weiter hier mit der großen Abladeorgie, denn den fahre ich jetzt wieder rüber, natürlich, ihr wisst es, rüber zu unserem Glas, wo ja gehäckselt wird. Und dann tauschen wir da wieder aus und so machen wir das also immer schön im Wechsel mit einem Abfahrer. Auf zwei Feldern wird geerntet und dann haben wir eben noch den New Holland unterwegs, der ja mit uns jetzt gerade hier dein Mais pflückt, beziehungsweise den Mais erntet. Und ich sehe da vorne schon wieder den Glas, praktisch wieder passend wendet er. Hervorragend, das ist wieder ein sehr, sehr gutes Timing und auch ein gutes Timing fürs Ende dieser Folge, denn jetzt haben wir noch mal ein bisschen hier den Glas im Bild. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen spannend. Ich fahre mal hier aus dem Weg, weil er fährt so rum. Und hier, wie gesagt, auf der neuen Mini-Brunnen auf unserer Alpenmap geht's flott, flott weiter und in Kürze dann auch wieder auf der Galgenberg. Und dann, wie gesagt, gibt es eine Ankündigung, denn wir werden mal wieder ein bisschen switchen. So, ich sage Dankeschön und wie immer an dieser Stelle, tschüss, cheerio, bis zum nächsten Mal.